einfach besser informiert. Die NDR 1 Radio MV Reporter aus dem Hafen-Müritz-Studio Neubrandenburg. Es ist das Massensportereignis der Region. Bei der Mecklenburger Seenrunde in gut 3 Wochen werden wieder mehr als 2.500 Radsportler starten. Erwartet wird ein Teilnehmerrekord und auch drumherum hat sich einiges verändert. Cheforganisator Detlef Köpke hat viele Ratschläge aus dem vergangenen Jahr ernst genommen. Das Ergebnis: mehr und abwechslungsreichere Verpflegung und ein neuer Kurs mit weniger Kopfsteinpflaster und Plattenwegen. Deshalb geht es auf der großen 300-Kilometer-Runde diesmal auch durch Feldberg. Es muss schön sein und oftmals eben direkt im Hafen und in Feldberg ist es halt am Amtswerder halt ein sehr, sehr schöner Platz und natürlich die Bereitschaft von vielen, vielen Helfern, die dann eben dort am Ort auch mit zur Seite stehen. Wie viele Leute sich schon Gedanken darüber machen, was sie dann an der Strecke machen mit Veranstalten, das ist einfach schön, ja. Es wächst. Insgesamt helfen bei der Seenrunde 800 Freiwillige mit vom Streckenposten bis zum Sanitäter. In Feldberg arbeiten sie im Dreischichtsystem. Wir haben natürlich Getränke, Essen, Fahrradreparatur, Service und die Massagen. Und da fühlen sich die Leute wohl. Sie bleiben auch etwas länger in den Liegestühlen liegen, was wahrscheinlich nicht nur wegen der Erschöpfung ist, sondern auch einfach, weil wir einen wunderschönen Platz haben, auch direkt am Ufer des Haussees. Also da kann man schon verweilen. Brigitta Richter von der Kurverwaltung hat festgestellt, dass die Unterkünfte in Feldberg und Umgebung am Tourwochenende nahezu ausgebucht sind. Ähnlich sieht es in Neubrandenburg aus. Die Seenrunde lockt Touristen aus ganz Europa in die Region. Mehr Werbung geht kaum, meint Heike Zumbring vom Feldberger Organisationsteam. Es ist überhaupt Aktivität in der Natur. Dazu gehört auch das Wandern, dazu gehört das Paddeln und so weiter. Aber beim Fahrradfahren können wir auf jeden Fall noch nachholen. Ich denke, es kommt immer mehr an bei den Radfahrern, ob sie einfach nur Spaß an der Bewegung haben oder ob sie wirklich auch sehr ambitionierte Radfahrer sind, hier unsere Gegend immer mehr lieb zu gewinnen. Präsentiert wird die Mecklenburger Seenrunde von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin. Aus Feldberg, Stefan Thoms. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Für uns in Mecklenburg-Vorpommern. Einfach besser informiert. Die NDR 1 Radio MV Reporter aus dem Hafen-Müritz-Studio Neubrandenburg. Es ist das Massensportereignis der Region. Bei der Mecklenburger Seenrunde in gut 3 Wochen werden wieder mehr als 2.500 Radsportler starten. Erwartet wird ein Teilnehmerrekord und auch drumherum hat sich einiges verändert. Cheforganisator Detlef Köpke hat viele Ratschläge aus dem vergangenen Jahr ernst genommen. Das Ergebnis: mehr und abwechslungsreichere Verpflegung und ein neuer Kurs mit weniger Kopfsteinpflaster und Plattenwegen. Deshalb